Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich dir heute, wie du die S-Craft installierst. Also das ist ein Spiel oder ein Minecraft-Klon für den DS. Das Ganze wurde von einem unabhängigen Hobbyentwickler programmiert, weshalb das komplett legal ist. Und dann zeige ich dir mal, wie das geht. Und zwar funktioniert das auf dem Nintendo DS Lite, auf dem Nintendo DSi, übrigens auch auf dem dicken Nintendo DS und auf dem DSi XL. Sowie auf dem 3DS, 3DS XL und 2DS. Neben dem 3DS benötigt man dann auch noch eine sogenannte Flashkarte. Das ist eine Art MicroSD-Kartenleser für den DS, wodurch man da Daten draufziehen kann, die der DS dann abspielen kann. Weitere Videos dazu findest du auch nochmal auf meinem Kanal. Und da gibt es eine ganze Menge von. Ich werde das Ganze mit der FEI Gold von feids.cn zeigen. Ein paar Links oder wo du die bekommst, die Flashkarten kommt danach, zeige ich nachher auch nochmal. Und alle aktuellen Flashkarten sollten das Ganze unterstützen. Wenn du es dir besonders einfach machen möchtest, dann solltest du beim Kauf noch in der Produktbeschreibung darauf achten, dass sie Auto-DLDI-Patching unterstützt. Das steht hier drauf, DLDI-Auto-Patching. Aber ältere werden das vielleicht nicht unterstützen. Und dazu werde ich dann nachher noch mehr sagen. Außerdem brauchst du eine MicroSD-Karte samt MicroSD-Kartenlesegerät. Das hier hat die Größe einer normalen SD-Karte und das hier hat die Größe einer oder ist kleiner als eine SD-Karte. Die kann man dann letztendlich in die Flashkarte reinstecken. Bei den meisten Flashkarten oder zumindest bei einigen wird auch ein MicroSD-Kartenlesegerät mitgeliefert, weshalb du nicht unbedingt den Adapter brauchst. Und da gibt es im Internet verschiedenste Shops, bei denen es Flashkarten gibt. Hier ist zum Beispiel Wartes, die versenden aus Deutschland und kostenlos ab einem Warenwert von 50 Euro. Außerdem haben sie 2 Jahre Garantie, was ich schon getestet habe, nach einem Jahr. Und empfehlen könnte man sowieso immer die Supercard DS2, die hier 40 Euro kostet. Dann gibt es noch Shop 01 Media, die sitzen in Schweden bzw. Polen. Und hier gibt es halt eine größere Auswahl, allerdings sind hier noch sehr hohe Versandkosten dabei, weil das halt durch halb Europa versandt wird. Hier ist die Supercard DS2 für 37,86 € plus Versandkosten erhältlich. Und dann kann man sie natürlich noch direkt in China bestellen, zum Beispiel über Best R4i 3DS. Da gibt es auch sehr viele Shops. Allerdings sollte man da darauf aufpassen, dass man die Preise erstmal von Dollar in Euro umrechnet. Wenn ich jetzt zum Beispiel 40 Dollar habe, was das ja ungefähr sind, dann kommen da nur knapp 30 Euro raus. Diesen 3 Shops vertraue ich zumindest. Oder zumindest habe ich sie schon mal benutzt. Und vielleicht hast du auch schon eine Flashkarte. Auf dem Flohmarkt solltest du die allerdings nicht kaufen, weil da meistens immer irgendwelche billigen Klone verkauft werden. Und ja, ich habe damit schon Erfahrung gemacht. Dann solltest du nochmal sicherstellen, dass deine Flashkarte von dem DS-Craft unterstützt. Dazu ist ja auch nochmal ein Link in der Beschreibung. Die Liste ist natürlich ziemlich unvollständig und es sind auch nur ein paar F4-Karten drauf gelistet. Es gibt inzwischen über 40 Stück. Du kannst mich sonst auch nochmal in den Kommentaren fragen, wenn du nicht weiß, ob die unterstützt wird oder nicht. Da musst du dir DS-Craft herunterladen. Da gibt es einmal die Nitro FS und die Fat-Only-Version. Ich empfehle immer die Fat-Only-Version, weil die Nitro FS-Version teilweise ein paar Fehler haben könnte, beziehungsweise weniger Flashkarten unterstützt als die Fat-Only-Version. Die R4i Gold von r4ids.cn unterstützt beide Versionen, aber wenn du dir nicht sicher bist, nimm einfach immer die Fat-Version. Zum Beispiel kannst du später nochmal wechseln. Das minimiere ich erstmal, dann kann ich mir hier noch Texture Packs runterladen. Dafür gibt es übrigens hier noch mehr. Einige dazu findest du auch in der Beschreibung. Hiervon werde ich mir aber nur noch das originale Texture Pack runterladen. Dann kannst du auch schon die MicroSD-Karte von deiner Flashkarte in den Computer stecken.
Dafür brauchst du wahrscheinlich einen Adapter, wie schon erwähnt. Und dann wollen wir erstmal hier die Daten runterziehen. Wir brauchen eigentlich nur DSCraft-FAT und den DSCraft-Ordner. Man kann auch FAT und Nitro gleichzeitig verwenden. Der DSCraft-Ordner muss direkt in den Root der MicroSD-Karte, also in das Verzeichnis G-Doppelpunkt und nicht in irgendeinen Unterordner hier. Und die DSCraft-FAT.nds sollte auch in dem Ordner sein, aber bei einigen Flashkarten kann die auch in einem anderen Ordner sein. Dann werden hier noch ein paar Welten mitgeliefert. Die kommen hier in den Worlds-Ordner. Die muss man nicht installieren. Und da gibt es auch schon inzwischen einige mehr. Leider gibt es bei DSCraft keine unendlichen Maps. Hier sind auch, oder, und man muss sie auch im Computer generieren. Die zwei Sachen brauchen wir nicht, genauso wenig wie die und die. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, kannst du dir auch immer die readme.txt da drinnen durchlesen. Naja, dann geht es noch an den Packs-Ordner. Und zwar kommen die Texture-Packs in den Ordner Packs, also Root der Aircraft-Packs. Die ziehe ich da einfach rein. Und dann ziehe ich auch noch mein originales Texture-Pack da rein. Hier sind jetzt alle Daten drauf. Denk dran, deine Flashkarte wird auch ein paar Daten brauchen. Nur die wenigsten brauchen keine extra Daten. Und die werden auch seit Jahren nicht mehr hergestellt. Jetzt muss die Flashkarte oder die MicroSD-Karte noch entfernt werden. Und jetzt geht es auch schon am DS weiter. Du solltest übrigens aufpassen, dass deine Flashkarte mit dem DS funktioniert, mit dem du das Ganze probierst. Und du solltest immer deine Flashkarte vor deinem 3DS oder DSi updaten. Beim DS Lite gibt es keine Updates, deswegen ist das da nicht nötig. Übrigens gibt es für Flashkarten auch noch ganz andere Homebrew-Anwendungen, zum Beispiel einen Movie-Player oder man kann damit auch normale Spiele spielen. Dazu, also wie man seine eigenen Spiele backupt, habe ich schon ein Video gemacht, beziehungsweise zwei. Die Links dazu in der Beschreibung. Da muss jetzt die MicroSD-Karte aus dem Adapter raus und in die Flashkarte rein, in die R4-Karte in meinem Fall. Die gleich auseinanderfallen möchte. Jetzt kommt die MicroSD-Karte hier in den Schlitz der R4-Karte rein. Die kommt in den DS rein. Und der DS wird angestellt. Dann starte ich hier, oder dann muss ich hier Durazzo starten. Deine Flashkarte könnte ein anderes Icon haben und die sind halt nötig, weil sie einen Schutzmechanismus bei dem DS, also DSi und 3DS umgehen und deswegen tun, als ob sie ein normales Spiel wären. Das kannst du dann aber ganz normal starten. Und dann bist du schon in dem Menü. Und jetzt musst du irgendwie zu dem normalen Ordner kommen. Ich muss einfach nur auf MicroSD Card gehen. Aber vielleicht startest du auch an einem Ordner Spiele, wo du zurückgehen musst. Wie du in dem Menü zurechtkommst, musst du dich einfach ein bisschen durchklicken. Soft Reset funktioniert übrigens bei DSCraft nicht. Dazu musst du dann andere Homebrew-Anwendungen verwenden. Und dann starte ich das einfach. Und nach einer kurzen Ladezeit komme ich hier in das Menü. Hier kann ich jetzt Texture Packs auswählen. Ich habe mir extra das Originale geholt, weswegen ich das auswähle. Außerdem kann man hier noch verschiedene Kontrollschemen verwenden und in den Einzelspielermodus gehen. Hier habe ich jetzt vier Maps, die mitgeliefert werden. Man kann sich auch noch mehr aus dem Internet herunterladen oder selber welche erstellen. Ich gehe einfach mal auf die Testmap.map. So, jetzt bin ich hier in dem Spiel. Es könnte sein, dass es ab und zu mal abschmiert, deswegen solltest du die Maps regelmäßig backuppen, wenn du irgendwas gebaut hast, was dir wichtig ist. Dann kann ich hier rumlaufen, irgendwo Blöcke hinstellen.
Oder auch, wenn ich hier auf dem unteren Bildschirm von Create of Destroy gehe, welche wegnehmen. Außerdem kann ich hier unten andere Items wählen, auf Inventory gehen und dann andere Items da reinziehen. Und durch Doppelklick springe ich hoch. Dann kann man auch Screenshots machen, fliegen und andere nette Sachen machen. Dazu sage ich aber mehr in dem kompletten Tutorial. Wenn ich auf A, B, X, Y, auf A, B, X und Y gleichzeitig klicke, dann komme ich in den Flugmodus. Mobs und so weiter gibt es nicht, wird es auch nicht geben, weil die Entwicklung von dem Spiel inzwischen eingestellt wurde. Aber vielleicht wird sich ja irgendwann mal was auf dem 3DS zeigen, man weiß es nicht. Außerdem kann man hier noch die Zeit wechseln, indem man hier auf der Uhr bleibt. Und ich werde jetzt hier ein bisschen weiterspielen. Wenn du irgendwelche Fragen zu dem Spiel oder sowas hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Und ansonsten bis zum nächsten Video.